mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Nikolai Friedrich. Live-Musik kommt von Julia Engelmann. Und hier ist der Mann, der fast zum Bundestagsvizepräsidenten heute gewählt worden wäre. Hier ist Pierre M. Krause! Guten Abend! Dankeschön! Guten Abend! Vielen Dank, hallo Showband! Dankeschön, sehr, sehr nett! Show. Smith, unsere Showband ist da. Es ist die 522. Ausgabe der Pierre M. Krause Show. Wir sind wie immer im Studio 5 in Baden-Baden. Es ist so schön, dass Sie da sind. Ich habe hier gerade einen Spagat gemacht, aber wir haben die Zeit nicht, es vollständig zu machen. News. Heute konstituierte sich der neue Deutsche Bundestag. Sie haben es mitbekommen. Es ist jetzt offiziell. Die Mindestgröße wurde durch Überhang- und Ausgleichsmandate deutlich überschritten. Es sind 709 Sitze, obwohl nur für 598 Platz ist. Sie kennen das. Von der Deutschen Bahn. Und ganz ehrlich, das ist arm, das ist wirklich arm. Der Frauenanteil im Bundestag ist so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. Buh! So. 491 Männer, 217 Frauen und Claudia Roth. Heute wurde er gewählt. Wolfgang Schäuble wird jetzt Alterspräsident. Eine neue Regelung ist das ja, die da verabschiedet wurde. Es ist eine Regelung, die verhindert, dass der Titel an den ältesten Abgeordneten geht. Das wäre Wilhelm von Gottberg von der AfD gewesen. Der ist 77, redet aber wie 33 bis 45. Hör auf mit dem politischen Kabarett, mach lieber was mit süßen Hunden. Okay. Ich habe eine interessante Meldung, meine Damen und Herren. Britische Forscher haben herausgefunden, sind dann aber wieder hineingegangen. Britische Forscher haben entdeckt, Hunde haben verschiedene Gesichtsausdrücke. Also es ist tatsächlich so, Hunde verfügen über verschiedene Gesichtsausdrücke. Und das ist faszinierend, weil damit ist der Hund evolutionstechnisch weiter als Til Schweiger. Hunde setzen ihren Dackelblick gezielt ein, um etwas zu bekommen. Das ist jetzt wirklich erwiesen. Sie kennen den Dackelblick. Definiert ist er als in diesem Artikel Zunge raus, Kopf leicht schräg. Das ist der Dackelblick. Kennen Sie, ne? So hat es Christian Lindner in den Bundestag geschafft. Das ist eh gut, wenn Sie Politiker sind, zeigen Sie sich mit einem Hund. Staatsmänner zeigen sich gerne mit ihren Hunden. So auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Und der kleine süße Fifi, der war wohl unartig. Und sein Hund auch. Schauen Sie, Macrons Hund Nemo pinkelt gegen einen Kamin. Da saß Macron zusammen mit Ministern und anderen Gesprächspartnern. Und dann hörte man ein Pinkelgeräusch. Und zuerst hat man sich gefreut und dachte, hey, der Gérard Depardieu ist mal wieder zu Gast. Nein, das war der Hund. Und es wird natürlich bei solchen offiziellen Treffen immer alles aufgeschrieben. Und wir haben das Protokoll gelesen. In dem Protokoll heißt es, er hat bei den Gesprächen abwesend gewirkt. Er hat herumgebellt und einfach so in den Raum gepinkelt. Wobei, nein, stimmt nicht. Das beschreibt den Staatsbesuch von Donald Trump. Das habe ich gerade verwechselt. Übrigens, falls Macron seinen Hund nun loswerden will, wir hätten jemanden, der würde ihn nehmen. Kevin Großkreuz hat sich bereit erklärt. So, meine Damen und Herren, Sitz, bleib! Bleib schön dranbleiben, denn meine Gäste heute sind Julia Engelmann, Nikolai Friedrich und die coolsten Underdogs sind Sie. Unsere Showband Smith! Smith, Ladies and Gentlemen! Warum Ghostbusters? Weil unsere treuen Zuschauer wissen es, ich war letzte Woche mit Geisterjägern unterwegs und ich war in verlassenen Ruinen und habe dort nach übernatürlichen Phänomenen gesucht und wir sind auch auf welche gestoßen. Das können Sie also den ersten Teil dieser spannenden Expedition in unserem YouTube-Channel, der YouTube-Channel der Pierre M. Krause Show nachsehen, wird jetzt hier eingeblendet. Das passiert durch Magie, wird hier eingeblendet, wo Sie den YouTube-Channel finden. Gehen Sie da mal hin, abonnieren Sie den und dann kriegen Sie das alles mit. Wir haben also letzte Woche Kontakt zu Geistern aufgenommen und
Der Geist heißt Volkert, das haben wir gelernt tatsächlich, ein Geist namens Volkert. Und ganz Deutschland ist gespannt, wie geht es weiter. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Expedition durch die verlassene Ruine, anmoderiert mit einem diabolischen Lachen so kurz vor Halloween. Das reicht. Hier ist der zweite Teil der Geisterjäger. Wir sind Ghost Hunter NRW. Falls hier jemand ist, den wir gerade nicht sehen, versuch dich doch bitte bei uns bemerkbar zu machen. Der Kazoo ist ausgeflippt. Jetzt ist davon auszugehen, dass Volkert hier drin war. Warum steht Mario jetzt da hinten? Er fühlt. Ich fühle nichts. Und wenn es geht, nicht flüstern. Weil sonst denken wir später bei der Auswertung, da hat einer geflüstert. Und dabei warst nur du das. Ah, ich habe gerade geflüstert. Mario, hast du denn da irgendwas? Ich höre jemanden flüstern, als wenn du hinten schießt. Er hört jemanden flüstern. Ist jetzt jemand hier? Ohne Quatsch. Ein Mann, der schon sehr lange hier ist, der sehr alt ist, der auch schon hier war, bevor das Gebäude hier stand. Ist nicht nachweisbar, aber ist so. Wenn du da bist, kannst du dich mal bemerkbar machen. Über den Gaussmaster oder den Pierre mal kneifen oder so. Aber nicht überall. Nee. Nicht in die Nippel, das mag ich nicht, da bin ich sehr empfindlich. Was habt ihr da hinten? Jetzt. Könnt ihr dann still sein? Leute, für uns ist auch die sechste Geisterstunde, ja? Bisschen mehr Disziplin. Wie viele Räume gibt's denn hier noch so? Was ist das? Ohne Scheiß, ich mach das nicht, guck. Mein Nippel. Soll ich jetzt weitererzählen? Ja, aber ich meine, ich habe einen Geisternippel. Mein Nippel piepst. Piercing habe ich hier, da piepst nichts. Nippel. Darf ich das mal nehmen? Ja. Okay, guck mal an meinem Nippel. Ja, danke. Ja, mach später. Okay. Kannst du einmal für mich die Zugbrücke hochziehen? Ist das... Ist keine Anmache gerade. Ach so. Ich möchte mit dir in den Keller gehen. Ich verstehe. Sorry, ich habe jetzt leider schon die Zugbrücke hochgezogen. Gib mir ganz kurz. Warte. Okay. Okay, ich bin ganz unten. Und jetzt bin ich auch im Keller. Hallo, ist hier vielleicht ein Geist? Wir sind mit der Geisterbahn hier. Sie ja vielleicht auch? Ich habe ja nichts, außer dass mir kalt ist. An den Geräten tut sich ja auch nichts, ne? Nee, am Gerät tut sich gar nichts. Tut mir leid. Aber vielleicht mundet dich das auf. Das ist deine Verkabelung. Das ist mein Nippel. Nein, das ist eine Verkabelung. Mach mal die Verkabelung weg. Nein. Also wir würden jetzt gerne einpacken. Wieso, was denn? Wo ist Volkert? Wo ist er hin? Hat er was gesagt? Den habe ich jetzt ins Licht geschickt. Was heißt, du hast ihn ins Licht geschickt? Dass ich ihm gesagt habe, dass seine Zeit hier auf Erden vorbei ist und dass er nicht mehr hier durch die feuchten Räumlichkeiten geistern muss mit seinem Hund. Volkert hat einen Hund dabei? Der hat einen Hund dabei. Verarschst du mich? Ja. 120 Jahre ist der jetzt hier und dann kommst du und sagst, du kannst übrigens ins Licht. Ach so! Ja, verrückt. Warum hat mir das nicht gleich einer? Siehst du. Na gut, dann gehe ich halt jetzt ins Licht. Okay. Gut, dann welche Band hören Geister am liebsten? The Who! Ah, gut, mit der Hu. Geht ja mit Genesis nicht, der Gag. Mhm. Können wir jetzt einpacken? Bin ich jetzt alleine hier im gruseligen Verlies. Was
Hast du einen fahren lassen oder hat sich der Tisch bewegt? Vielen Dank an die Geisterjäger NRW Ghostbusters. Rufen Sie sie an. Den ersten Teil dieser Expedition sehen Sie in unserem YouTube-Channel, dem YouTube-Channel der PM Krause Show. Abonnieren Sie ihn. Also vielen Dank nochmal. Wenn Sie auch mal einen Geist zu Hause haben und Probleme damit, rufen Sie die Ghost Hunter NRW. Die sorgen dann dafür, dass der Geist wegkommt. Das hat RTL 2 damals auch gemacht. Die sind jetzt geistlos. Klappt also hervorragend. Ich habe ein bisschen Angst vor meinem Gast, jetzt auch so kurz vor Halloween, denn der ist, glaube ich, nicht von dieser Welt. Er kann nämlich Gedanken lesen und er kann zaubern. Und ich hinterfrage das nicht, weil ich ein sehr schlichtes Gemüt bin und generell nicht hinterfrage. Ich glaube, er kann das wirklich. Es ist anders nicht zu erklären, weil alles, was er auf der Bühne macht, ist so faszinierend. Es gibt einfach keine rationale Erklärung dafür. Es gibt grundsätzlich Dinge, die kann man nicht erklären. Die Regeln von Tutti Frutti, den Erfolg von Helene Fischer, das kann man nicht erklären. Denn er ist derzeit auf großer Deutschland-Tour mit Stil, Charme und Methode. Begrüßen Sie den ein bisschen unheimlichen Nikolai Friedrich! Vielen Dank! Vielen Dank. Coole Intro-Musik, ja. Die Frage, ob es übersinnliche Phänomene tatsächlich gibt, hat bestimmt jeden schon mal beschäftigt. Auch die Wissenschaft. Ja? In Freiburg gab es mal einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Aber ich bin auch sicher, dass wir hier sensationell begabte Medien im Publikum haben. Deswegen, ich würde sagen, alle Damen heute hier im Publikum, die mit männlicher Begleitung da sind, stehen Sie bitte mal auf. So, damit sicher ist, dass ich nichts heimlich abgesprochen habe, werde ich mein Medium per Zufallsgenerator aussuchen. Ich werde diesen Ziegelstein ins Publikum werfen. Nein, der ist aus Schaumstoff. Keine Angst, ja? Sie werfen ihn weiter und weiter und die dritte Person, die ihn fängt, gibt ihn zur nächstgelegenen Dame weiter. Okay? Also, ohne zu schauen. Eins, zwei, direkter Pass. Ah, nee, zwei. Und noch einmal bitte. Drei. Ja, eindeutig, das sind aber Sie gewesen. So, darf ich, genau, Sie sind jetzt zufällig ausgewählt. Sie wussten nicht, dass Sie drankommen würden, nehme ich an. Wie ist bitte Ihr Name? Angelika. Angelika. Ich teste jetzt, ob Sie übersinnliche Fähigkeiten besitzen. Ich werde versuchen, Angelika, Ihnen mental ein Wort zu übermitteln. Versuchen Sie an nichts zu denken. Das ist die höchste Kunst im Buddhismus. So, Achtung, ich werde es Ihnen jetzt übersenden. Angelika, antworten Sie laut und deutlich nur mit Ja oder Nein. Wissen Sie, welches Wort hier vorne drauf steht? Leider nein. Richtig! Wahnsinn! Wahnsinn! Die Hassfrau. Angelika, kommen Sie vor und bringen Sie Ihren Mann gleich mit. Super. Hallo Angelika, freut mich sehr. Bitte auf diese Seite. Hallo, wie ist Ihr Name? Stefan. Stefan, wussten Sie, was Sie wirklich für ein tolles Talent da zu Hause haben? Ja, ist wirklich beeindruckend, Angelika. Ja. Ja, sehr gut. Also, um jetzt die Telepathie zu testen, habe ich Testkarten mitgebracht. Stefan, Sie dürfen sich die anschauen. Das sind einfache Karten mit einfachen Symbolen, leicht zu beschreiben, leicht zu malen. Sind die alle unterschiedlich? Ja. Genau. Angelika, in dieser Tüte ist niemand drin. Blickdicht. Ja, perfekt. Die Karten kommen in die Tüte hinein. Greifen Sie herein. Ich gucke weg. Schauen Sie sich die Karte an. Halten Sie die Tüte in den Rücken. Beschreiben Sie das, was Sie auf der Karte sehen, nur in Ihren Gedanken. Eine Sonne. Zeigen Sie es uns. Eine Sonne. Sehr gut. Sie sollen jetzt rauskriegen, was er denkt, okay? Bitte stellen Sie sich hier drüben hin. Perfekt. Schließen Sie Ihre Augen, sich zum Publikum drehen. Perfekt, so. Schließen Sie Ihre Augen und halten Sie sich die Ohren zu, Angelika. Richtig, mit den Fingern richtig fest zuhalten, dass da nichts rein kann. Bitte nehmen Sie eine Karte heraus, nur eine Karte. Schauen Sie sich die Karte an, zeigen Sie sie mir nicht. Ich werde jetzt versuchen, den Gedanken zu Angelika herüber zu transportieren. Beschreiben Sie das, was Sie auf der Karte sehen, nur in Ihren Gedanken, okay? Nur in Gedanken. Ja, vielleicht gelingt es mir, den Gedanken hier rüber zu transportieren. Und er kommt bei Angelika an. Angelika, haben Sie irgendeine Idee, was er denkt? Er fühlt sich wie ein Stern. Wie ein Stern? Zeigen Sie es uns.
ein Stern. Super gemacht. Ganz toll. Vielen Dank, Angelika. Einfach da hinwerfen. Vielen Dank. Super. Gruß an Angelika. Auch vielen Dank, ja. Ein tolles Talent, ja. Nikolaus Friedrich, meine Damen und Herren. Angelika und Stefan. Am dritten Platz. Nochmal auf ja, danke, danke. Erstaunlich, was dein Publikum so alles kann. Absolut, ich bin froh, dass sie überhaupt was denken. Ja. Was passiert denn, wenn da jemand ist, der gar nicht denkt? Ja, das ist dann schwierig tatsächlich. Ja? Also dann muss man so ein bisschen nachhelfen. Und manchmal denkt man nur, dass man denkt und denkt gar nichts. Ja. Das ist dann schwierig. Ja. Und jetzt sag, wie geht der Trick? Muss Angelika fragen. Ja? Ich ja, war selber verblüfft. Ja? Es ist tatsächlich, wenn man Angelika jetzt fragen würde, was hast du denn, sie muss ja irgendwas gehört oder gespürt haben, ist das übernatürlich? Sie hat das wahrgenommen. Also nichts von dem, was ich mache, ist übernatürlich. Es sieht nur so aus. Ja. Ich fand das übrigens toll, deine Geisterjäger-Aktion. Ja. Die waren, gerne mitgemacht. Waren echte Geister. Ja. Natürlich, natürlich. Ja. Ja. Und ja, es ist so ein bisschen mentale Magie, ist eine Mischung aus Psychologie, Suggestion und Zauberkunst. Und ja, lässt die Leute an die Existenz übersinnlicher Fähigkeiten glauben. In Wahrheit ist alles aber doch psychologisch, logisch irgendwie erklärbar. Ja. Du bist auf Tour mit ja. Stil, Charme und Methode, heißt das Programm. Du bist natürlich auch bei uns im Sendegebiet unterwegs, aber in ganz auf Deutschland. Auf jeden Fall, ja. Was machst du denn da? Ist das zum Beispiel so eine Nummer, dass du das Publikum mit integrierst? Also kann ja. man als kritischer Zuschauer auch Teil werden der Show? Absolut. Ich wähle vor allem alle meine Zuschauer, deren Gedanken ich lese, zufällig aus. Damit klar ist, dass da nichts vorher abgesprochen wird, wie hier eben mit dem Ziegelstein, ja. Ich sage den Leuten, wann sie Geburtstag haben, ich errate PIN-Nummern. Und oft ist es auch so, dass die Zuschauer selber auf die Bühne kommen und Teil des Experiments werden und dann selber was Unglaubliches vollbringen, wie jetzt Angelika. Ja? Ich bin sehr, sehr skeptisch. Gibt es etwas, was du mit mir machen könntest? Was, Lauf gerne, wir können was versuchen. Und zwar, ich bin ein ganz guter Gedankenleser, aber es gibt einen auf der Welt, der ist noch besser als ich. Google. Ja. Ja. Ja, ist das ja nicht so. Hast du ein Smartphone dabei? Können aber, wir es mal ja, klar, ich hab's. Ja, vielleicht kennt man das, wenn man online shoppen geht oder so, ist es manchmal so, man kriegt das vorgeschlagen, was man kaufen will, bevor man überhaupt wusste, dass man es kaufen will. Genau, deswegen ja, kaufe ich die Sachen. Ja, genau. Mach mal dein Handy, entsperre es mal. Ich will jetzt nicht deine PIN-Nummer knacken oder so. Aber du bist so, doch Mentalmagier, du ja. weißt doch meine Ich könnte, ja, aber natürlich. Hast du es auch? Okay. Ich muss das hier so machen. Sonst ja, okay. Jetzt haben viele an meinen Daumen erkannt und es ist dummerweise okay. auch die von meiner EC-Karte. So, wunderbar. Wir machen mal, gehen mal ins Internet. Ah ja, da ist Google. Und wir fragen jetzt mal Google.de. Ja. Wir fragen jetzt mal, da sieht man deinen Suchverlauf, was und das ist nicht gut, wenn man dringend den Browser verlaufen lassen müssen wird vorher. Pierre denken. Das ist jetzt die Frage. Was wird Pierre denken? Mit Fragezeichen. Ja? Was ja. wird Pierre denken? Fragen wir jetzt Google, bevor du überhaupt was gedacht hast. Okay, ich habe das jetzt hier hingelegt. Jetzt ja. denk dir ein Wort. Irgendwas aus. Mach's ruhig schwierig. Ein Wort, wo du sagst, das kann der Nikolai nicht vorher wissen. Auch wenn ich jetzt deine Freunde und Bekannten fragen würde, da würde ich nicht drauf kommen. Ich denke ein Wort, ja. Hast du? Ja. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was es ist, wäre das schon beeindruckend. Aber wenn Google, das ist dein Handy, ja. vorher wissen würde, was du gedacht hast, das wäre doch wirklich der Wahnsinn, oder? Ja. Ich halte das ja, ich habe ja auf Suchen gedrückt, ich halte das mal in die Kamera, verrat uns, wer zoomt dran hier, was, man sieht es hoffentlich, was hast du gedacht für ein Wort, verrat's uns. Ich habe das Wort Musterhaus-Küchen-Fachgeschäft gedacht. Sieht man das? Können Sie es sehen? Ja, ich zeige es dir auch, kannst du es im Sinn? Was hat Google gesagt? Das gibt's doch nicht. Das Musterhaus Küchenfachgeschäft. Ja? Ja, bitte, zoom zeig's mal. Großen ja? Applaus. Musterhaus Küchenfachgeschäft in meinem Handy. Das hast du wirklich gedacht, ja? Und das ist. Das habe ich wirklich gedacht. Ja. Und was total faszinierend ist, du hast das Handy verzaubert, dass da jetzt 15.42 Uhr steht, obwohl wir doch ja, Wahnsinn, ja. Platz haben. Der muss wirklich zaubern können. Ja, ja, ja. Ich würde sehr gerne noch unseren nächsten Gast, die eigentlich ausschließlich hier ist, um Musik zu machen, um ihr schönes neues Album zu promoten, mit aufs Sofa bitten, um auch noch mal diese Unabhängigkeit zu demonstrieren, weil wir haben ja nichts abgesprochen. Wir wollen ja beweisen auch, dass das wirklich Zuschauer Angelika könnte gekauft sein. Ich sowieso zu der Gage von David Copperfields Trickverkäuferei. Aber sie ist absolut unkäuflich, sie ist neutral und hat nebenbei ein Album rausgebracht, Poesiealbum heißt es. Und Sie kennen sie sicherlich alle, denn eigentlich wurde sie berühmt mit einem Poetry Slam Auftritt, der viral ging, wie wir Digital Natives sagen. Ich zeige nochmal ganz kurz einen Ausschnitt von diesem Poetry Slam Auftritt. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein.
Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Und die Geschichten, die wir dann stattdessen erzählen, werden traurige Konjunktive sein, wie einmal bin ich fast einen Marathon gelaufen und hätte fast die Buddenbrooks gelesen und einmal wäre ich beinahe, bis die Wolken wieder lila waren, noch wach gewesen und fast hätten wir uns mal demaskiert und gesehen, wir sind die gleichen und dann hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten. Damit ist sie berühmt geworden. Damit wird sie noch viel berühmter. Heute ist sie mein Gast, Julia Engelmann! Heute, das Publikum klatscht heute sehr gerne im Takte, ist mir aufgefallen. Julia, nur für dich. Konfetti! Hey, ja. Stimmung! Ja, sehr gut. Geht das nochmal? Wir sind im SWR, da kommt es gut an. Achtung, Konfetti! Ja. Du magst Konfetti, habe ich nur für dich jetzt. Ich liebe Konfetti. Ich finde es so, es ist praktisch, man kann es immer dabei haben, man kann Leute direkt damit erfreuen, außer wenn jemand so ein Dielenboden mit so Rillen drin hat. Aber ansonsten, ja, mag ich sehr gerne. Und man hat immer einen Zettel, wenn man sich was aufschreiben muss, man muss halt sehr, sehr klein oder schreiben. Oder kleine Lesezeichen oder Türstopper oder ja, wenn der Tisch ungerade ist, ja. Total gut. Dauert eine Weile, wenn der Tisch ungerade ist. Kennt ihr euch? Habt ihr euch vorher schon mal gesehen? Nein, ich habe dich schon mal im Fernsehen vorher gesehen. Ja, natürlich. Ja. Hast du es vorher mitbekommen, was er so macht? Ja. Ja. Und? Ich finde es beeindruckend. Ich würde auch gerne zaubern können. Ich habe auch so zu Weihnachten immer so kleine Tricks gewünscht, aber ich bin nur bis zu diesem gekommen. Der ist auch nicht schlecht, ja. Come on! Komm, lass doch mal zu mir. Du machst die zwei Finger, dann eins in die Höhe. Ah, nee. Sehr gut. Du bist heute hier natürlich, weil du dieses schöne neue Album den Leuten vorstellen möchtest. Ich unterstütze das sehr, sehr gerne, Poesiealbum. Aber ich habe mir gedacht, wenn du schon mal da bist, dann möchten wir dich auch noch mal als komplett neutrale Person einbeziehen. Wenn du noch mal was für uns hättest, wären wir sehr dankbar, Nico. Genau. Hast du noch mal dein Handy kurz griffbereit? Ja. Ich hoffe, du hast einen Taschenrechner drin? Mach noch, entsperr noch mal bitte. Ja. Okay, pass auf. Entsperr es. Schauen wir mal, ob wir hier einen Taschenrechner haben. Ja. Da ist er. Perfekt. Ich will, dass du, ohne dass es jemand sieht, eine vierstellige Zahl da eingibst. Okay. Ja, aber so, das soll keiner sehen. Einfach eingeben und dann drück auf Mal. Ja. Jetzt gibst du es Pierre wieder. Ich will es nicht sehen. Und Pierre, du gibst eine zweistellige Zahl ein. Drückst auch auf Mal. Hast du schon auf Mal gedrückt? Ja. Ja. Okay. Gibst ja wieder zurück an Julia. Drück wieder auf Mal. Ich hab noch nicht auf Mal gedrückt. Ja, Julia, drück auf Mal. So. Julia, noch mal eine zweistellige Zahl. Dann mach plus eine vierstellige Zahl. Ich mach die vierstellige? Ja. Okay. Und dann ist gleich. Ja. Hast du ein Ergebnis? Ja. Halt so, dass ich es nicht sehen kann. Denk mal an die erste Zahl des Ergebnisses. Ja. Und guck mich an und zähl mal laut von 0 bis 9. Laut? Ja. 1, 2, nee, 0. Doch. Nee, ist egal. Ich hab's eh schon gesehen. Es ist die 2, richtig? Ja. Die 2 ist die erste Zahl, ja? Okay. Die zweite Ziffer, zähl nochmal von 0 bis 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 4 ist die 4, richtig? Also 2, 4. Okay, jetzt gibst du mal Pierre. Pierre, halt so, dass ich es nicht sehen kann. Die nächste Zahl. Die nächste Zahl, jetzt zähl ich mal. Guck mich mal an. Also die dritte Zahl. Konzentrier dich da drauf. Mhm. 0, 1, 2, 1. Ist die 1. Also 2, 4, 1. Ja? Ja. Du weißt die nächste auch noch. Das hast du dir eingeprägt. Das sind 0. Gell? Also 2, 4, 1, 0. Jetzt sind noch 4 Zahlen übrig, richtig? Ja. Das ist dein Handy. Ich habe das nicht irgendwie vorher präpariert. Ihr habt die Zahlen gedacht und eingegeben. Es sind noch 4 Zahlen übrig. Davon ist eine 2, richtig? Eine 7 ist auch dabei, eine 1 und eine 0, richtig? Ja. Aber die Reihenfolge stimmt nicht. Es ist 2, 0, 1, 7, richtig? Und was das Krasseste ist, das ist das heutige Datum. Der 24.10.2017. Es stimmt, ihr könnt es nicht sehen, es stimmt. Ich knie nieder, das kann alles nicht wahr sein. Hier, da, unfassbar. Ja. In 2, 4, 1, 0. Ja! In 2 Monaten meine ich. Oh Gott, ich bin völlig durcheinander. Unfassbar. Nikolai Friedrich kann zaubern, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und Julia Engelmann kann ganz toll Gedichte schreiben und sie kann singen. Und das wird sie jetzt sofort tun aus ihrem aktuellen Album, Poesiealbum. Und während Julia jetzt gleich ihren Gitarristen zusammenschraubt und aufbaut, drücke ich diesen Buzzer. Hallo. Wird euer Fußpilz auch nicht besser? Ich hab hier so... Guckt euch das mal an.
Jetzt kommt eine Frau, die Sie kennen als Schauspielerin, als fantastische Gedichteschreiberin und jetzt eben auch als Musikerin. Es ist natürlich sehr naheliegend. Poesiealbum ist der Titel des aktuellen Albums und wir werden jetzt, das übrigens erscheint, ich meine am 3.11. erscheint das Album, gehen Sie, kaufen Sie sich dieses Album und jetzt hören wir die aktuelle Single von der wunderbaren, sympathischen Julia Engelmann. Stehst in deinen staatlichen Bereich. Sag, worauf wartest du die ganze Zeit? Du hoffst schon viel zu lang auf den Moment. Weiß nicht, woran man den erkennt. Er ist dir näher, als du denkst. Du sagst, andere blockieren dir dein Glück. Doch keiner außer dir hält dich zurück. Du musst leben, du wirst nicht gelebt. Du bleibst halt stehen, wenn du nicht gehst. Nimm mal die Steine aus dem Weg. Warte nicht auf den Startschuss. Warte nicht auf das Glück. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Stell dir vor, du machst es wirklich. Nur nach vorne zurück. Ich warte nicht auf den Startschuss. Ich starte, wann ich will. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Keine Ahnung, vielleicht irre ich. Das ist, was ich fühl. Dein Blick ist frei, ganz bis zum Horizont. Fürs Stehen bleiben schon zu weit gekommen. Und es gibt absolut nichts Gutes, außer du gehst los und tust es. Nach der nächsten Ebbe kommt der Mut. Ich dachte immer, dass das abgedroschen klingt. Besonders wenn das einer für dich singt. Du darfst alles machen, wie du magst. Denk nicht zu viel darüber nach. Dann brauchst du keinen anderen Rat. Warte nicht auf den Startschuss. Warte nicht auf das Glück. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Stell dir vor, du machst es wirklich. Nur nach vorne zurück. Ich warte nicht auf den Startschuss. Ich starte, wann ich will. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Keine Ahnung, vielleicht irre ich. Das ist, was ich fühl. Was richtig und falsch ist, ich weiß es doch auch nicht. Schau von oben aufs Chaos. Und genieße die Aussicht im schwarz blinkenden Lichter wie grüne Laternen. Unter jeder sitzt jemand, der sich fragt, was soll werden. Warte nicht auf den Startschuss. Warte nicht auf das Glück. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Stell dir vor, du machst es wirklich. Nur nach vorne zurück. Ich warte nicht auf den Startschuss. Ich starte, wann ich will. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Keine Ahnung, vielleicht irre ich. Das ist, was ich fühl. Warte nicht auf den Startschuss. Julia Engelmann, Ladies and Gentlemen! Grüner wird's nicht! Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Am 3. November gibt's das Album von Julia Engelmann. Sie ist am 4.11. in Mannheim, am 7.11. in Heilbronn. Nächste Woche sind wir nicht hier, wir fallen aus. Dafür zeigt das SWR-Fernsehen noch einmal die schönsten Thesen Luthers. Danach sehen wir uns wieder. Dann ist Joey Kelly mein Gast und Prada meine Frau. Vielen Dank an Nicolas.